Hier sollen wir nicht sein. Also es muss definitiv hier irgendwo sein. Mal gucken. Finden uns ja nochmal das Fragezeichen hier markieren. Mal gucken, ob wir da was finden. Ja, lange bis zur Aufstehung. Hier sind viele Dinosaurier. Vielleicht war das eine Art Attraktion. Der Dinosaurierangriff war eine Attraktion? Er sieht schlau aus. Ich hoffe, sie bleiben zu nah. Sind denn Feinde? Mal sehen, was da drin ist. Bin gleich hinter dir. Raptor Raid. Eine holographische Schießbude für fanatische Pangea-Fans. Ich hoffe nur, dass die neuen Quen-Anhänger genauso blind und eifrig für mich feuern wie die Konsumenten des 21. Jahrhunderts. Ach ja. So, so. Finnglanz. Tatsächlich. Achtet auf Eindringen und sofort töten. Wie könnte ich nicht zurückkommen? Meine Schwester, Sika. Wie könnte ich nicht zurückkommen? Wenn wir jetzt angreifen, gerät sie ins Kreuzfeuer. Ich bin so nervös, dass ich mir den Satz kaum merken kann. Tu einfach, was Walter sagt. Mach deinen Kopf frei. Vergiss einfach alles. Deine Ahnen, deine Vergangenheit, sogar deine Familie. Denk an ihn. Was dieser Moment bedeutet. Na los, ich will's hören. Wie könnte ich nicht zurückkommen? Bei dir zu sein fühlt... wieder vermasselt. Entspann dich. Stell dir vor, er ist hier. Wie beim ersten Mal, als wir ihn am Strand sahen. Fühle das Leuchten seiner Gegenwart. Lass dich von ihr überwältigen. Und dann sag es. Wie könnte ich nicht zurückkommen? Bei dir zu sein fühlt sich richtig an. Wie... eine Heimat. Oh, er wird dich auswählen. Ich weiß es einfach. Wir wurden alle ausgewählt, Pera. Du hast einen Platz in seiner neuen Welt, egal was passiert. Pera, Kina, es wird Zeit. Fedder, wir werden bald aufbrechen. Verstanden. Zweiter Trupp. Ihr seid die Eskorte. Die anderen warten hier mit mir, bis Walter den Befehl zum Ausrücken gibt. Kina. Denk dran, Fedder hat einen Schlüssel. Vielleicht schließt er die Tür zum Vulkan auf. Gut. Erledigen wir ihn. Vielleicht können wir sie leise ausschalten. Ja, vielleicht. Da. So. Verfolgt sie! Ja, nichts gesehen?
auf Rückendeckung. Du willst durchen? Durchen wir. Geh mal weg hier. Den NPCs, die im Weg stehen, ne? Bewegung, da! Liegt da rum. Also gut, finden wir heraus, wofür dieser Schlüssel ist. Ich hoffe, er führt uns zu meiner Schwester. Londra hat sie so richtig am Haken. Wie kann sie so blind sein? Hätte ja fast geklappt, hier alles stealth zu machen. Oh. Aber noch einen großen. Ach komm, dann machen wir das hier. Das hier ist das reinste Labyrinth. Ich glaube, ich habe schon eine Verwendung für den Schlüssel gefunden. Da so eine Ahnung. Sieht aus, als könnte er reden. Sprechende Echsen. Ja. Warum nicht? Was, wenn Walter etwas aus dem Waffenlager braucht? Vielleicht sollten wir fragen. Gut, aber nur, weil ich dir was schulde. Klingt, als ob Londra irgendwas im Waffenlager aufbewahrt. Könnte das Gebäude da sein? Jetzt der Anfang.
Na, dann lass ihn mal kommen. So aussehen, als hätten die Soldaten eine Chance gegen die Dinosaurier. Das ist lächerlich und irgendwie cool. Groß wie ein Langhals. Hoffentlich auch so sanftmütig. Ja, aber hier soll man nicht hin. Armory. Das klingt richtig. Okay, das ist das Waffenlager. Mal sehen, ob wir weiter reinkommen. Da ist ein Schloss an der Tür. Mal sehen, ob der Schlüssel passt. Ja, mal gucken. Laut dem hier öffnet Fedders Schlüssel diese Tür. Und von da drin kann man den Vulkan öffnen. Haben wir ein Glück. Ja, doch so einfach. Ich dachte, wir müssen jetzt noch irgendwas machen. Sehen wir uns um. Vielleicht ist hier etwas, das uns hilft, in den Vulkan zu kommen. Hoffentlich. Was ist das? Gute Frage. Sieht auf jeden Fall neu aus. Speichereinheit. Zenith-Technologie. Sieht wie eine Art Speichergerät aus. Aber wofür? Mal sehen, was mein Fokus uns sagt. Dann mal los! Eine Flüssigkeit. Oh, riecht streng. Ich rieche es bis hier. Wie Alkohol, der zu stark zum Trinken ist. Vielleicht ein Konservierungsmittel? Hier wird angedeutet, dass Haare von den Quen gesammelt wurden. Und Nagelabschnitte. Eklig. Kinder, ich habe Nova wegen unserer glatzköpfigen Kameraden befragt, die meinen abgeschnittenen Nägel von Fingern oder Zehen würden es auch tun. Viel Spaß damit. Okay. Reagenzgläser. Für ein Experiment? Oder nur um Proben zu nehmen? Was hast du rausgefunden? Ich glaube, Laundra sammelt und konserviert DNA-Proben der Quen in diesem Gerät. DNA? Sowas wie ein Speicher für die physische Essenz einer Person. Ich schicke dir später Daten darüber. Okay, schätze ich. Dann mal weiter. Digitales natürliches Abbild. DNA. Ja. Ich sehe schon, wo das hinführt. Kein sehr einladender Stuhl. Aber die Konsole könnte nützlich sein. Hier ist ein Netzwerk, aber es ist gesperrt. Vielleicht kriege ich Zugriff, wenn ich den Strom kurz aus- und anschalte. Genau. Haben Sie das Gerät schon mal aus- und wieder angeschaltet?
Oh, Kurzschluss. Ich brauche wohl einen neuen Akku. Gern. Ja, gut, von mir aus. Gibt's halt da rein. Ich wollte eigentlich hier nur die Kiste haben, das wollte ich nur wegräumen. Warum? Das Waffenlager war früher eine Krankenstation für kleine Belger, die ihre Mami im Park verloren haben. Kleine Belger. Wie passend, dass ich es für meine eigene kleine Brut benutze. Hier kann ich in den Quen rumstochern und ihnen ihre Medizin einflößen. Mein Belger. Lass ich dich einfach hier durchquetschen. Das ist übrigens unsere Energiezelle. Hey, Leute. Ah, warte mal. Hallo. Hier draußen. Der Meinung bin, dass ich Aloy hätte da durchquetschen können, definitiv. Aber naja, wer bin ich schon? Okay, da ist dein Akku. Solche Behauptung hier aufzustellen. Wie läuft es bei dir? Ich glaube, ich weiß, wie ich in die Systeme der Anlage komme. Aber erstmal brauche ich wieder Strom. Okay. Aber grill dich nicht. Never. Bereit. Jetzt schalte ich den Strom wieder ein. Ach ja. Also gut, Strom ist da. Ich hoffe, das setzt das Netzwerk zurück. Hey, die Tür ging gerade auf. Ich komme zu dir. Der Apfel ist an der Orange. Antworte, antworte, antworte. Was ist das? Der Apfel ist ein Fisch. Der Vogel ist ein Fisch. Antworte, antworte, antworte. Das Dreieck ist ein Quadrat. Ist ein Quadrat. Antworte, antworte, antworte. Das ergibt keinen Sinn. Er will nicht, dass die Quen selbstständig denken. Ich habe das Gefühl, das ist MOP. Ahnen. Er manipuliert sie.
Antworten, antworten, meist gehorchen, meist gehorchen, meist gehorchen, meist gehorchen. Wir müssen ihn aufhalten. Aloy, die anderen Mitglieder von Farzeneth ausgeschaltet hat. Ich bin froh, dass du das System zurücksetzen konntest. Wirklich? Ja. Dadurch konnte ich mehrere Beschränkungen umgehen. Ich habe eine Bitte und ich bin bereit, euch im Gegenzug behilflich zu sein. Du arbeitest für Londra und erwartest, dass wir dir trauen? Warte. Okay. Wenn du helfen willst, beweise es. Hilf mir zu verstehen, was hier los ist. Londra baut ein Raumschiff. Er sammelt Genmaterial von den Quen und unterzieht sie dem MOP dieser Art Gehirnwäsche. Aber andere wie Sakers Schwester scheinen Teil eines Auswahlprozesses zu sein. Was bedeutet all das? Deine Beobachtungen sind scharfsinnig. Walter plant, die Erde zu verlassen, bevor das als Nemesis bekannte Wesen eintrifft. Er will eine neue Kolonie in einer fernen Welt gründen und sie mit Hilfe der gespeicherten Quen-DNA bevölkern. Er beabsichtigt auch, eine kleine Anzahl sorgfältig ausgewählter Personen mitzunehmen. Er nennt diese Personen sein Gefolge, eine Art Familie, die mit ihm die Kolonie regieren wird. Wie Götter. Ein treffender Vergleich, nur dass nur Walter allmächtig sein wird. Ja, und ich weiß wie. Er wird bei jedem von ihnen MOP einsetzen. Richtig. Bei der Bevölkerung und seinem Gefolge. Niemand wird sich wehren können. Ich weiß sehr genau, wie so etwas ist. MOP. Was genau ist MOP? Kann Londra wirklich Gedanken kontrollieren? Walters Unternehmen fördert Edelmetalle auf erdnahen Objekten. Es gab Bedenken, dass solche Asteroiden in den falschen Händen als Geschosse aus der Umlaufbahn genutzt werden könnten. Das Meuterei-Unterdrückungsprotokoll war ursprünglich eine Sicherheitsvorkehrung, um Astronauten an genau so etwas zu hindern. Jedoch wurde das Programm abgebrochen, da die Probanden zunehmend aggressives Verhalten zeigten. Als wir hier ankamen, reaktivierte er das Programm, verfeinerte es und testete es an den Quen. Und gegen die Testpersonen haben wir wohl gekämpft. Ja, wegen ihrer aggressiven Tendenzen sind sie nützliche Wachen und Vollstrecker. Nun aber wird Walters Gefolge, seine Lieblinge, dem verfeinerten Verfahren unterzogen, das sie unterwürfig, aber nicht irrational aggressiv macht. Bekam Kina schon eine Gehirnwäsche? Nein. Wir können sie noch vor diesem Schicksal bewahren. Londra befragt also die Quen, um sein Gefolge auszusuchen, und die helfen ihm, seine neue Kolonie zu regieren? Er nennt es Vorsprechen. Er will Gefährten auswählen, die ihn an Mitglieder seines inneren Kreises im 21. Jahrhundert erinnern. Dabei will er aber alte Fehler nicht wiederholen. Einer seiner engsten Mitarbeiter hat ihn mal verraten. Deswegen nehme ich an, ist er so darauf bedacht, MOP zu nutzen, um alle um ihn herum zu kontrollieren. Also will er treue Freunde, die bloß nicht selbstständig denken sollen. Und Kina soll bald zu diesem Gefolge gehören? Richtig. Und das in der wichtigsten Rolle. Der von Walters Partnerin. Er sucht eine, die ihn an seine verstorbene Frau erinnert. Eine Schauspielerin. Er lässt Kandidatinnen sogar Zeilen aus einer ihrer bekanntesten Holos vortragen. Ich glaube, mir wird schlecht. Mhm. Kannst du mir was Nützliches über Nemesis sagen? Leider nicht. Walter sperrt diese Dateien. Das liegt wohl daran, dass ich wie Nemesis eine künstliche Intelligenz bin. Ja, nicht, dass du neue Tricks lernst. Er hat immer Angst vor Verrat in jeglicher Form.
Und wer bist du? Walter hat dich als seine Dienerin erschaffen? Ja, aber meine Persönlichkeit stimmt ihn nie ganz zufrieden. Also passt er sie mit einer Matrix mit hunderten verschiedener skalierbarer Attribute ständig an. Zum Beispiel, heute liegt mein Mutterinstinkt bei 52%, meine Unbeschwertheit bei 63%, während sie gestern bei 47% und 72% lagen. Allein in den letzten 7 Tagen hat er 57 Änderungen vorgenommen. Das klingt qualvoll. Das ist eine zutreffende Beschreibung. Du sagtest, du hilfst uns, aber du willst eine Gegenleistung. Was genau? Ich war 1000 Jahre Walters Dienerin und führte seine Befehle aus, während er ständig meine Persönlichkeitsmatrix verändert. Ich bin müde. Es ist Zeit, dass meine Dienerschaft endet. Ich verschaffe euch Zugang zu Walter, wenn ihr meinen Quellcode mit dem Überschreibungsgerät löscht. Wenn wir dich töten? Bist du sicher? Ja, bitte lasst mich ruhen. Na gut. Ich habe die Tür entsperrt, die euch zu Walter führt. Er weiß noch nicht, dass ihr hier seid. Außerdem habe ich die Luft- und Seeverteidigung der Einrichtung deaktiviert, falls ihr Zugang benötigt. Danke. Und mach's gut. Endlich. Ich bin frei. Londra verdirbt wirklich alles, was er anfasst. Das muss aufhören. Komm schon, sie sagte, der Vulkan sei jetzt offen. Ja, auch Roboter möchten manchmal sterben. So. Zum Vulkan. Im Showdown jetzt. Es hat London nicht gereicht, ein Schiff zu bauen, das Tausende auslöscht, wenn es startet. Er möchte über seine gehirngewaschene Welt herrschen, wie ein Gott. Wir müssen ihn aufhalten und meine Schwester retten, bevor es zu spät ist. Ich bin froh, dass du hier bist, Aloy. Ich weiß nicht, was ich ohne dich gemacht hätte. Meine Schwester verloren. Ich möchte nirgendwo anders sein. Na, der Gegner. Ich töte für Walter, denn ist das, was er will. Ich wünschte, wir könnten Walters Test sehen. Ist schließlich unsere letzte Chance. Jeder hat seine Aufgabe. Natürlich. Deine ist es jetzt zu sterben.